Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht das an den Seitenrändern. Es gibt heute Live-Action aus der Liga. Aber wie sieht's eigentlich aus bei euch? Also auch der Titel so, wie sieht's aus? Fragezeichen. Bei uns sieht's ja nicht ganz so gut aus. Also wer die Livestreams auf Twitch verfolgt hat, der hat auch immer aus dem Clan hier so ein bisschen was sehen können. Und wir sind hier so ein bisschen light gebeutelt. Aber wir haben heute einen kleinen Vorteil, werdet ihr gleich sehen, aber letztendlich wollte ich natürlich von euch gerne in die Kommentare wissen, wie sieht es denn im Moment bei euch aus? Es müsste ja in etwa Liga-Halbzeit jetzt sein. Läuft es nicht? Ist es immer noch so blöd, wie es eigentlich immer ist? Oder ist es immer noch so spannend, wie es immer ist? Also bei uns ist es auch immer noch spannend, auch wenn wir zur Zeit, wir gehen mal rein, ich habe noch 13 Minuten, geil, ne? Wir gehen mal rein, im Moment hier Letzter sind. Wir sind Vorletzter. Wir spielen gegen den Letzten. Man kann aber gar nicht sagen gegen den Letzten, sondern man muss fairerweise sagen, wir spielen gegen den Achten. Denn alle acht Clans sind hier nach wie vor sehr, sehr stark. Das erste Mal Champion 2 auch für uns hier. Und ich muss wirklich sagen, das ist es ist echt heavy. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Liga so hart ist und ich glaube Champ 1, alter Falter, ist schon, das ist eine Liga für sich, aber auch hier sind alle Clans recht nah aneinander und das seht ihr hier in den Runden, denn der erste im Moment hat da Chien de Quays, hat 36 Sterne im ersten gemacht, die haben uns mit 38 Sternen gnadenlos untergebuttert, also die haben uns richtig fertig gemacht, muss man fairerweise so sagen und aber jetzt hier in Runde 3 haben wir uns einen kleinen Vorteil erkämpft. Wir haben zwei Dreier. Der Gegner hat einen Dreier und einen Einer. Deswegen steht es jetzt auch 30-30. Prozentual müssen wir noch ein bisschen was tun. Ich leider. Das ist jetzt immer, ja, manchmal ist es auch so gewollt. Aber wie gesagt, guckt einfach die Livestreams auf Twitch. Denn es wird erstmal nur Livestreams auf Twitch geben. Ich werde hier auf YouTube nicht mehr streamen. Das sei mal an der Stelle gesagt. Außer, ich muss mal gucken, wie das bei den Events und so läuft. Aber ich denke mal, ich habe mich da jetzt schon mehrmals geoutet, dass ich eigentlich nur noch auf Twitch streamen werde und nicht mehr hier auf YouTube. Denn ich habe auf YouTube verständlicherweise auch sehr, sehr wenig Zuschauer. Und die paar Zuschauer, die ich dann noch auf YouTube habe, die können dann auch auf Twitch online kommen und können mich da verfolgen. Also da brecht ihr euch auch keinen Zacken aus der Krone oder so. Das Ganze ist auch auf Twitch immer umsonst und wir sind da schon eine eingeschworene Gemeinde. Für mich als Streamer ist es ein bisschen einfacher, denn ich muss nicht mehr auf zwei Chats gucken. Ich habe nur noch einen Chat, kann alle meine Tools eigentlich ausspielen und vor allen Dingen bleibe ich auch im rechtlichen Rahmen. Denn eigentlich darf ich, wenn ich auf Twitch streame, den gleichen Content nicht noch woanders bringen. Und deswegen bewegt man sich da sowieso in einem komischen Rahmen, der vielleicht nicht ganz den Geschäftsbedingungen von Twitch entspricht. So ist das leider nun mal. Und das muss man dann auch verstehen. Aber ich will hier jetzt auf jeden Fall den einen Stern reinholen. Ich habe meine Armee fertig. Ich muss den ersten heute angreifen. Hier steht zwar bei, hat Vita. Ich habe aber nicht auf Vita geübt. Ich habe nicht auf Vita geübt und habe aber meine Armee trotzdem fertig. Wir gucken uns die Base kurz einmal an. Hier unten, ich denke mal, hier unten ist alles hart verteidigt. Da werden Tesla stehen. Alles. Deswegen habe ich mir gedacht, ich komme dem Rathaus hier entgegen. Das steht ja recht zentral. Ist aber auch eine harte Nummer für mich. Denn ich habe noch nie ein Rathaus 5 angegriffen. Also Level 13, Ausbaustufe 5. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist richtig Neuland für mich. Aber mal sehen, wie ich mich hier schlage. Meine Armee, die seht ihr jetzt hier. Erdbebenzauber. Ich habe auf den Heilzauber verzichtet, denn ich muss einen Stern holen. Ich muss einen einzigen Stern holen. Dann haben wir dieses Spiel hier gewonnen und haben 10 Punkte mehr, weil wir dann ja als Gewinner nochmal 10 Punkte drauf können und können uns ein ganz kleines bisschen absetzen. Was ich auch vorher machen wollte. Ich wollte in jedem Fall kurz einmal die Tränke nehmen, dass ich stärkere Truppen brauche ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, die brauche ich nicht. Ich glaube, ich muss den Heldentrank nehmen. Oder muss ich auch stärkere Truppen haben? Ne, die habe ich alle schon maxed. Aber einen Heldentrank, den können wir in jedem Fall benutzen. Einen Heldentrank, den nehmen wir ruhig. Wenn das hier schon so auf der Kippe steht, dann müssen wir einen Heldentrank nehmen. Ist einfach mal so. Okay, wir gehen rein hier. Und ich habe einen kleinen Plan. Ob der Plan aufgeht, ich weiß es echt noch nicht. Muss ich mal gucken. Das sehen wir jetzt. Okay, dann gehen wir mal rein. Ich will die Belagerungsmaschine Kaserne mitnehmen. Da seht ihr auch, da habe ich zwei von den Yetis drin und eine Walküre. Wir greifen an.
und sind hier jetzt mittendrin im Geschehen. Hier hinten, glaube ich, bekomme ich keinen Beschuss im Moment. Das kann ich wegmachen. Das Labor müsste ich eigentlich auch noch wegbekommen. Das bekomme ich an der Stelle auch weg. Das ist super. Und dann können wir, glaube ich, hier ein bisschen weitermachen. Und wir setzen hier einen Packer. Ich habe jetzt keine... Ich habe für meine Queen nichts, was hier Luft macht. Oh nein! So, ich hab's wieder geahnt. Ich habe es wieder geahnt. Ah nein, jetzt. Ah ja. Ich dachte gerade, die Queen bekommt hier jetzt keinen Beschuss. Und so muss das hier weitergehen. So, jetzt kannst du in die Base reingehen, denn ich glaube, der Funnel ist jetzt ganz gut gelungen hier für uns. Worden hier mit rein. Und auch unseren neuen Helden ziehen wir hier mit durch. Und die können jetzt erstmal ganz locker gehen und latschen. Es müsste eigentlich Richtung Rathaus gehen, oder? Müssen wir mal sehen, dass wir hier Richtung Rathaus kommen mit unserer Truppe hier. Ich muss den Warden jetzt schon zünden. Ich habe ein bisschen Schiss auch, Leute. So, hier können wir vielleicht rüberspringen, wenn wir noch so weit kommen. Gucken wir mal, wir haben 39%. Der Stern ist schon mal da. Der ist schon mal nicht schlecht. Der Stern ist schon mal da. Meine Heiler sind auch noch alle am Leben. Leute. Ich darf nur nicht die Queen verlieren. Kann ich noch ein Gift setzen? Ja, ich kann hier noch mein Gift setzen auf die gegnerischen Helden. Und dann haben wir die zwei Sterne hier schon dran. Und wir haben das Spiel gewonnen. Alter Falter, was ein Krampf und Kampf. Aber wir haben noch ein paar Truppen da, sehe ich gerade. Wir haben immer noch Heiler. Okay, hier haben wir noch was außen. Die gehen jetzt allerdings hart durch die Mauer durch. Meine Queen ist auch noch am Leben. Okay, die bekommt jetzt gerade keinen Beschuss. Oh, das wären sogar noch mal ganz ordentliche Prozente, würde ich sogar mal sagen. Und dann haben wir das ganz gut gemacht, glaube ich, von der Seite. Eine Minute Zeit noch. Donnerwetter, Toto. Nicht, dass das noch ein Dreisterner wird. Das wäre... Ach, ich freue mich so, dass ich das so gemacht habe. Kann ich euch echt sagen. Ich habe kein Inferno mehr da. Ich habe kein Inferno mehr da. Ey, 45 Sekunden. Da unten geht noch ein... Allerdings ist der Hut schon leer. Ne? Da kommen die kleinen Dinger kommen da nicht mehr raus. Und meine Queen Warden, die tanzen hier auch noch her. Queen ist noch voll. 35, 31 Sekunden. Wir haben echt nicht mehr viel. Der hier hinten muss Beschuss bekommen, damit die Dinger rauskommen. Jawohl, da kommen sie jetzt raus. Oder kommen die auch nicht raus? Eigentlich ist es doch immer so, wenn die Schaden kriegen, ne? Oh, Leute. 20 Sekunden. Ich breche ins Essen. Das ist ein Live-Angriff hier. Ich bin ganz fertig, ehrlich. Ich bin echt fertig jetzt. Entschuldigt bitte, ich raste eigentlich nur so in Livestreams aus, aber jetzt live in so einer Folge musste ich das auch mal machen. Das hätte jetzt auch daneben gehen können, weißt du, Disconnect oder was auch immer. Aber dass das jetzt so ausgeht, ihr wisst genau, auch in meinen Livestreams ist das immer ganz ungeplant. Und wenn da scheiße ist, ist da scheiße. Und wenn es gut ist, ist es mal gut. Entschuldigt bitte, ehrlich. Aber nochmal drei Sterne hinzulegen, ist echt krank. Und jetzt sind wir auch prozentual vor. Meine Herren, ey. GG. Danke. Danke, Leute. Danke. Danke, danke. Eieieiei. Oh. Naja, es ist rum hier. Ich baue die Armee mal nach. Die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Und es war auf jeden Fall richtig, keinen Heilzauber mitzunehmen, keine Hox mitzunehmen, glaube ich. So sah das ganz gut aus. Und dann sind wir in jedem Fall hier jetzt mit 10 Sternen nochmal drauf. Also mit 10 Punkten nochmal drauf. Den Quebec so ein bisschen weggelaufen. Aber wir kommen, glaube ich, nicht an FKVN dran, denn die gewinnen womöglich gerade gegen Los Cetas. Die stehen hier oben in der Gruppe. Da seht ihr, die sind Zweiter. Also Liga, ganz andere Welt. Muss man echt mal so sagen. Und aber ich freue mich, dass das mal so gelungen ist und auch mal vor allen Dingen in so einer Videofolge. Echt der Hammer. Mein erster Dreier überhaupt im Rathaus 13 Bereich. Und richtig, richtig krank, meine Herren. Okay, ich wollte aber noch ein bisschen was mit euch machen. Lasst euch kurz überraschen. Denn ich bin auf meinen Rathaus 11 gesprungen, also Euphorie aus. Hier geht es jetzt weiter und hier stelle ich mir mal ganz andere Fragen. Ich bin ja ganz frischer Rathaus 12 hier. Habe ich gerade eben wieder Rathaus 11 gesagt? Nee, habe ich nicht. Ich bin ja ein ganz, ganz frischer Rathaus 12 und da stellt sich mir immer die Frage,
hält meine nagelneue Base. Ja, sie hat schon echt gut gehalten gegen die Truppen hier. Und ich muss jetzt aber auch hier angreifen. Wir haben aber noch ein paar Stunden Zeit, ist aber nicht so schlimm. Ja, was ich hier eigentlich vorhabe, ich weiß überhaupt nicht, ob das funktioniert. Aber ich glaube, ich habe auch hier einen Plan. Die Base ist ganz, ganz kompakt, das seht ihr hier. Und es ist auch erst eine Rathaus 13 Base mit einem 1er Rathaus, also erste Ausbaustufe. Ich weiß nur nicht, wie ich reingehe, beziehungsweise was ich eigentlich mache. Nehme ich jetzt tatsächlich die Clanburg hier oder nehme ich hier die Helden mit meinen Helden oder was mache ich eigentlich? Nehme ich hier unten den einen Inferno schon mal raus auf der Ecke und den Warden auch? Weiß ich noch nicht. Wir greifen einfach mal an. Ich habe mir ja wenigstens ein bisschen was ausgedacht, denke ich mal. Und ich muss mal eben noch mal gucken, der Flugweg meines Dingen da, der muss da sein. Okay, der muss da sein. Wo ist eigentlich der zweite Feger hier? Wo ist hier der andere Feger? Einen habe ich gerade gefunden, aber ich finde gerade den anderen Feger nicht. Ich finde gerade den anderen Feger nicht. Hallo, Feger? Oh. Scheinbar gibt es den nicht, weiß ich nicht. Naja, ich finde den Feger nicht. Egal. Dann dann machen wir das mal so. Wir greifen mal an. Auch hier wieder live. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte ja gesagt, ich wollte eigentlich mit meinen Helden unter Umständen den einen Inferno machen. Aber wir machen hier erstmal die Wardenstatue. Oh, da prankt er mich schon. Okay. So, das ist ein Single Inferno, ne? Den müssen wir hier packen. Ich wollte nur den Inferno schon mal weg haben und schon mal so ein bisschen gefunnelt haben hier. Hier sollte ich die Sachen nicht vergessen, hat man mir gesagt. Okay, das habe ich auch nicht. Und jetzt können wir unser Fluggerät hier mal benutzen. Und zwar wollte ich ganz gerne da reinfliegen. Okay, ich wollte hier ganz gerne reinfliegen. Der Klon ging noch. Okay, der Klon ging noch. Da geht in jedem Fall ein bisschen was kaputt. Das ist noch ganz gut. Und jetzt muss ich nur gucken, wie wir den Rest der Base hier machen. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. So. Ich habe eine Idee, wie wir den Rest der Base hier machen. Kommt, geht da mal durch, macht den Drachen eben mal weg. Gut, oh, da fliegen mir jetzt zwar ein paar raus hier. Das ist aber nicht so schlimm. Hier nehmen wir die. Und da nehmen wir das mal. Hier am Rathaus nochmal den Wut gezogen. Wir nehmen die hier jetzt nochmal alle rein. Ich glaube, zwei Sterne reichen. Der war nicht gut geplant, glaube ich. Der war nicht gut geplant, Leute. Aber wir kriegen noch 1%, nämlich hier auf der Ecke. Und ich glaube, hier ganz unten. Ne, den Prozent schaffen wir nicht. Shit, da ist noch eine Kanone. Okay, der Flugweg war jetzt blöde. Von meinen Drachen, aber mal sehen, ob die noch so ein bisschen was reißen. Im Moment gibt es nur Beschuss von dem X-Bogen hier. Helden haben wir da unten auch schon fast gepackt. Ich kann mir vorstellen, wenn die jetzt hier weiterfliegen, dann gibt es hier nochmal einen Fries, dass die ein bisschen ausholen können. Zwei, drei Drachen habe ich noch, okay, die müssen jetzt ausholen. Komm. Ja, so macht ihr das ganz schick. Aber die Luftabwehr, ich habe noch zwei Luftabwehren leider vor mir. Das packe ich nicht ganz. Okay, das bleiben zwei Sterne, muss man ganz klar so sagen. Aber ist auch nicht so schlimm. Hier unten eiert der eine Elektrodrache noch auf dem King rum. Ja, naja, macht nichts. Ich bin eher happy über den Dreier auf den 13er. Aber ich freue mich auch hier, dass ich hier wieder zwei Sterne geholt habe. Ich bin noch nicht ganz so geübt wieder mit dem Rathaus 12er. Und die Base hätten wir besser machen können. Daher hatte ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel Schiss vor dem Single Inferno. Und so sind das hier aber zwei. Naja, immerhin. Aber hier sieht es ganz gut aus. Hier haben wir ganz andere Ambitionen, muss ich auch sagen. Da baue ich die nochmal nach. Schlecht ist sie ja nicht. Ich glaube, die bauen wir nochmal nach zum Üben, Leute. Hier haben wir etwas andere Ambitionen, denn bei den Herausforderungen spielen wir ja auch Rathaus 13 und Rathaus 12 und sind hier, glaube ich, jetzt schon mit 26 Punkten vor dem zweiten Le Amazing. Gegen die spielen wir übrigens gerade. Und die haben hier auch schon Federn gelassen. Ihr seht das, ein Nullsterner, ein Einsterner hier unten auf mich. Also es wird nicht einfacher. Aber ich denke mal, die Gruppe hier, das werden wir ganz gut packen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es hier so locker beigeht. Bei den anderen Accounts, bei den anderen Clans, da müsst ihr in die Livestreams reinschauen. Ich hoffe, die Live-Folge hier hat euch ganz gut gefallen. Vielen Dank durchs Zuschauen.
Und ich würde sagen, wir sehen uns in dieser Woche wieder in Streams und in den Videofolgen auf YouTube. Also wie gesagt, erstmal keine Livestreams auf YouTube. Dann braucht ihr mir auch nicht mehr schreiben, Toto, oder vielleicht auch über die anderen sozialen Medien, vor allen Dingen Instagram. Toto, kommst du heute live? Wann kommst du live? Warum kommst du live? Und so weiter. Lasst es einfach, guckt einfach in den Planer auf Twitch TV. Da sind meine Live-Zeiten drin und ich glaube, ihr kennt die mittlerweile auch. Also bis dahin, euer Toto. Flashed.